Los, beeil dich, Ullmann. Unsere Kunden sind sehr wählerisch bei dem, was sie kaufen. Sie möchten meistens gerne wissen, wo es herkommt. Also mach ja schöne Aufnahmen. Seit wann ist Kauli ein Kunstliebhaber? Seit er sein erstes Geld verdient hat. Und warum schickt er uns hierher? Um unser Gehirn ein bisschen zu trainieren. Bei deinem Hohlraum im Kopf ist ja noch genügend Platz. Die schönsten Frauen und gratis Champagner, nicht übel. Die einzige Abwechslung hier. Außerdem habe ich das von Ihnen gelernt. Kaum zu glauben und dann diese Preise. Wir haben den falschen Beruf, Doyle. Sieht so aus. Künstler hätten wir werden sollen. Dann hätten wir vielleicht auch ein etwas freieres Leben. Hoffentlich ist dieses neue Verfahren auch so gut, wie Sie behaupten. Seine Entwicklung ist teuer genug gewesen. Nur vor der Konkurrenz müssen wir es geheim halten. Dann verdoppeln Sie die Streifen der Werkspolizei und beten Sie. Warum hast du ihm das Genick gebrochen? Das ist doch hier nur eine armselige Stahlverarbeitungsfirma. Wir müssen uns Ihre Unterlagen mal anschauen. Das ist ziemlich wichtig. Hier. Jetzt mach deine Aufnahmen, Ullmann. Dazu haben wir dich mitgenommen. Immerhin kriegst du 10 Scheine dafür. Galerien sind auch ganz schön langweilig. Und ich hatte mich drauf gefreut. Die Stahlfirma hat dir auch nicht gefallen. Wenn wir wenigstens wüssten, worum es geht. Das ist Kaulis Beschäftigungstherapie. Ich hätte lieber eine vernünftige Aufgabe. Ach, bald sind wir im Pensionsalter. Achtung. Wer hat wohl gesagt, dass Inspiration was mit Transpiration zu tun hat? Wahrscheinlich irgend so ein Sportass. Dann nehmt euch ein Beispiel daran und tut was für euren Körper. Hier ist Kauli. Sagen Sie dem Mann vom Ministerium, dass ich auf dem schnellsten Weg zum Labor rüberfahre. Ende. Hoffentlich leiden Sie nicht an Heuschnupfen oder dergleichen. Die meisten Laborangestellten verbringen ihre Mittagspause hier im Garten. Wegen der schönen Blumen. Mal was anderes als Gesteinsproben und Öl unter dem Mikroskop zu betrachten.
Der Minister erwartet von uns beiden einen offenen Meinungsaustausch. Das bedeutet, dass wir einander nur die Hälfte sagen. Mit einem freundlichen Lächeln natürlich. Da hat er in Ihnen den Richtigen gefunden. Er hat mich in erster Linie um einen raschen, umfassenden Bericht gebeten. Und zwar möglichst bald. Sie haben die Akte gelesen? Mit Interesse. Und? Sie sind bereits im Einsatz, Bodhi und Doyle. Sie wissen um die Bedeutung der Angelegenheit. Setzen Sie nur die besten Leute ein. Ich mische mich nicht in Ihre Sachen ein, also mischen Sie sich auch nicht in meine. Sie haben die Berichte von 6 spezialisierten Kriminalbeamten gelesen. Aus den verschiedensten Abteilungen, alles Spitzenkräfte. Aber alle hilflos. Gegen ein paar clevere Leute, die sich auf Kunstschätze spezialisiert haben und auf neue Industrieverarbeitungsverfahren. Letzte Woche der Elkenhurst-Kelch und diese Nacht das Billings-Argenschmelzverfahren. Und wenn Sie hierher kommen, wegen des neuen Straighten-Bohrers? Davor haben Sie wohl Angst, ne? Ich ebenfalls. Nur der übliche Routineflug, Tipsy. Ware abliefern und zurück. Im Frachtbrief ist eine Kiste zu wenig angegeben. Und ich mache Theater wie gewöhnlich und nehme sie wieder mit. Aber vorher sollen sie reinsehen. Es ist leichter, den Zoll mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen, als jemanden zu bestechen. Sie sollen die Kiste kontrollieren und ein Siegel raufmachen. Und damit hat Sarah Papiere für die nächste Reise. Mit dem Kelch in der gleichen Kiste. Die Belgier haben eine Kiste noch nie zweimal geöffnet. Also werden sie es diesmal auch nicht tun. Die ganze Welt besteht nur aus Routine, Tipsy, Gott sei Dank. Was ist mit den Unterlagen über das neue Stahlverarbeitungsverfahren? Der Kunde ist ziemlich misstrauisch. Ich habe mir dafür besondere Lieferbedingungen ausgedacht. Und zwar so, wie es mir passt. Hank, na komm! Die Polizei hat unsere Sicherheitsvorkehrungen überprüft. Sie haben extra jemanden vom Ministerium geschickt. Trotzdem haben sie die Alarmanlage ausgeschaltet, einen Wachmann getötet und sind an die Unterlagen rangekommen. Haben Sie einen Verdacht? Die Russen arbeiten an einem ähnlichen Verfahren. Und die dulden keine Konkurrenz, sofern sie nicht mitzureden haben. Was ist deren Art von Zusammenarbeit? Einer von den Wachleuten hat sie reden hören. Es seien Einheimische gewesen, einfache Leute. Tja, sehr aufschlussreich. Danke. Die Russen mal wieder. Und um die Unterlagen gefahrlos außer Landes zu bringen, gibt es Diplomaten. Ja, und der Sicherheitsdienst steht winkend dabei und wünscht guten Flug. Der Minister nennt das Unternehmen Operation Sieb. Warum? Weil in unserem Sicherheitssystem ein Loch neben dem anderen ist. Wirklich, sehr witzig. Er findet das gar nicht komisch und ich auch nicht. Und die Chefs der betroffenen Abteilungen ebenfalls nicht. Jemand hat so eine Art Firma gegründet und führt Diebstahl auf Bestellung aus. Kunstraub und Industriespionage. Der Gewinn ist so groß, die schrecken nicht mal vor einem Mord zurück. Seht euch die Summen an. Der Elkenhurst-Kelch, wie viel war das noch? 200.000? Mehr als das Doppelte, wenn man sich durch ein Laseralarmsystem wagt. Dieser angelsächsische Trinkbecher ist mir ziemlich egal. Aber ist ein neues Schmelzverfahren wirklich eine 500.000 wert? Das sind Forschungsaufträge, die aus Steuereinnahmen bezahlt wurden. Um da ranzukommen, schrecken die vor nichts zurück. Sie brauchen sich nur wegen ungenügender Aufsicht an die Polizeibehörde zu wenden. Am besten an unseren Chef persönlich. Sie haben recht, das ist wahrscheinlich das Beste. Ich habe weiß Gott nichts dagegen, dass Landstreicher hier in der Gegend leben. Aber sie haben fast meinen ganzen Obstgarten geplündert. Ich sehe schwarz für die Rebhuhnjagd in diesem Jahr. Wir tun was in unserem... Ich weiß, dass fast alle ihre Patrouillen Überstunden machen. Landstreicher riechen ein Polizeiauto auf 3 Meilen. Ja, wenigstens habe ich Armitage mit seinem Hund. Den beiden möchte ich nicht so gern begegnen. Na, leider bin ich auf ihn angewiesen. Überall gibt es Diebe und Betrunkene, die auch noch arbeitslosen Unterstützung kriegen. Na schön. Ich werde heute noch diesen Brief schreiben. Ich gehe besser und liefere meinen Bericht im Ministerium ab. Und wir? Sag mal, was ist eigentlich mit den beiden Burschen, die ihr gestern festgenommen habt? Die hatten doch geheime Elektronikunterlagen bei sich. Die haben angeblich im Auftrag gehandelt. Und schleppen einen halben Zentner mit Papier. Mit der üblichen Geschichte von dem Mann im Wirtshaus, der ihnen gesagt hat, wann, wie und wo. So ist es. Die haben versucht, es billiger zu machen. Ohne Fotografen, der die Unterlagen in eine handliche Größe verwandelt. Bei dem Stahlwerk war das anders. Das nächste Mal haben wir vielleicht nicht das Glück, dass wir vorher informiert werden. Es wird langsam Zeit, dass wir den Burschen das Handwerk legen. Also, machen Sie zunächst mal den Fotografen ausfindig. Fertig. Gehen wir unsere Schönheitsgalerie durch und sehen nach, wer die besten Fotos macht. Vielleicht ist es auch ein Aktfotograf. Ah!
Hank! Hierher! Bis wann soll die frisierte Frachtliste für den Orkenhurst-Kelch fertig sein? Bis morgen. Je eher, desto besser, damit Tipps sich nicht noch mehr über den ganzen Papierkram ärgert. Außerdem könnte ich gleichzeitig nach Genf rüberschaukeln und unsere Einnahmen dort zur Bank bringen. Man soll sich nie zu viel auf einmal vornehmen. Hat man Ihnen das beim Militär nicht beigebracht? Immer nur ein Ziel anvisieren. Naja, Armitage, wir brauchen auch einen neuen Fotografen. Den alten müssen wir loswerden. Hat das zu bedeuten, ich soll ihm absagen? Ja, und zwar für immer. Bitte kommen Sie mit, wir haben ein paar Fragen an Sie. Wieso denn? Was habe ich denn verbrochen? Kommen Sie, machen Sie keine Umstände oder wollen Sie, dass wir Sie in der Öffentlichkeit mit Gefallen abführen? Ich bin doch kein Verbrecher, was habe ich denn getan? Ich habe sogar einen Presseausweis. Dann hauen Sie ab. Ist gut. Ich will da jemanden finden. So toll war die Kleine auch nicht. War ja auch deine Idee. Schreib exotische Tänzerin auf deine Spesenabrechnung. Ich werde sie als Forschungsobjekt anführen. Siehst du? Keine Polizeihostess in Sicht. Die machen sicher gerade einen Betriebsausflug. Ah. Wieder mal Pech gehabt. Tja. Hör zu, Charlie. Der CI-5 hat dem Sittendezernat schon oft einen Gefallen getan. Jetzt könnt ihr auch mal was für uns tun. Wer? Der Fotograf Ullman? Hat mal für den Orinoco-Club gearbeitet. Okay, danke. Ja, ich weiß, dass der Minister aufgebracht ist. Der hat mir gerade ganz schön die Meinung gesagt. Dann kommen Sie mir bitte nicht mit müden Fakten. Die habe ich gerade selber Cordy an den Kopf geworfen. Die Unterlagen sind Millionen wert. Alles gestohlen. Ja, ich habe sämtliche Möglichkeiten aufmerksam studiert. Und ich sage Ihnen, das nächste Ziel für unsere Diebe ist das neue Erdölbohrverfahren. Meiner Abteilung ja. Und dafür trage ich die Verantwortung, insbesondere für den Straighten-Bohrer. Ach ja, und Charles, wenn Sie wieder mal so einen Einfall haben, dann behalten Sie ihn für sich. Ein Pokal und ein Zinnkrug. Und nun werden Sie zu einem einzigartigen angelsächsischen Prunkstück. Merkwürdig, dass jemand für so etwas eine 250.000 Pfund zahlt. Obendrein will er noch die Fotos sehen, wo der Kelch herkommt. Damit er ihn allein in seinem Kämmerchen betrachten kann. Und zwar in Genf in einem Banktresor. Hast du noch nie was in stiller Abgeschiedenheit genossen? Nicht in einem Banktresor. Macht doch Spaß. Ein Ölmillionär müsstest du heiraten. Übrigens, mit Öl haben wir uns noch nie beschäftigt. Guten Tag. Haben die sich aber fein gemacht. Warte erst mal, bis du die Privatsammlung siehst. Ich hab's langsam satt, von einem Striptease-Laden in den anderen zu wandern. Es wird auf die Dauer auch langweilig. Ja. Angezogen würde mir manche besser gefallen. Hoffentlich haben wir diesmal Glück. Mir hängt das nämlich allmählich zum Hals raus. Ja? Ja. Gefällt Ihnen Ihr neuer Job, Mr. Ullman? Ich habe manchmal so ein komisches Gefühl, wenn ich mit diesen Leuten zusammenarbeite. Die haben sehr strenge Vorschriften. Fast militärisch, könnte man sagen. Andere als die unten im Orinoco-Club? Tag, Mr. Ullman. Haben Sie in letzter Zeit ein paar hübsche Aufnahmen gemacht? Na, was ist? Wer sind Sie? Das Passamt hat sich wegen Ihrer Bilder beschwert. Los, verschwinden Sie! Der Glatzkopf möchte wohl ein kleines Tänzchen mit uns wagen. Der will sich mit uns anlegen? Pfeif ihn zurück, Freundchen, oder wir machen ihm aus dem Stativ eine Halskette. Warte erst mal, Purse. Die zerbrechen sich beim Sittendezernat den Kopf, ob du auf Industriefotos umgestiegen bist. Ja, du weißt schon. Technische Zeichnungen, Stahlwerke. Ist schon gut, Purse. Wirklich? Ja. Was wollt ihr hier? Oh, es handelt sich um das Hochzeitsfoto von meiner Nichte. Onkel Albert sieht ganz blass darauf aus. Wer seid ihr? Von der Polizei? Oh, aber ich bitte dich, Ullman. Sehen wir aus wie Mitglieder der königlichen Polizei? Nein. Na, siehst du's. Anscheinend hat er ein schlechtes Gewissen. Was trinken? Ja, gern. Du steckst da in einer unangenehmen Sache, mein Lieber. Sechs, zwei! Ein wirklich überzeugender Sieg.
Danke. Das ist Dr. Orbin. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wir hatten ausgemacht, dass Sie uns die Dokumente persönlich liefern, Colonel. Und nicht mit dem Diplomatengepäck. Das könnte für uns beide unangenehm werden. Den Empfang bei meinem letzten Besuch habe ich noch nicht vergessen. Mit einer Maschinenpistole im Rücken rede ich nicht gerne über Geld. Ihr habt mich betrogen. Ihre Geschäftsmethoden schätze ich nicht. Einmal hat mir gereicht. Und nun müssen wir hier verhandeln. Das sind Freunde von mir. Hat die Geldsumme gestimmt, Sarah? Ja. Und in der von Ihnen gewünschten Währung. Sollen wir darum spielen? Nein. Habe ich mir gedacht. Gefallen Ihnen die Unterlagen? Sie haben all unsere Erwartungen erfüllt. Na schön. Das wär's dann wohl. Ich würde gern sagen, es war ein Vergnügen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Aber da müsste ich zu meinem Bedauern lügen. Ich mache diesen Job, um Geld zu verdienen und nicht, um Ihnen Vergnügen zu bereiten. Wir könnten natürlich das gesamte Diplomatengepäck durchsuchen, insbesondere das russische, wie der Werkdirektor meint. Dieser Schritt wäre für unser Ansehen äußerst peinlich. Ach was, das würde höchstens zu einem scharfen Notenwechsel führen. Was ist Ihnen wichtiger, ein bisschen diplomatischer Ärger oder wollen Sie die Unterlagen über das Schmelzverfahren wiederhaben? Das sollen besser die Politiker entscheiden. Ich bitte Sie, Henry, das ist doch nur eine Ausrede. Dann werde ich ihm telefonieren. Überarbeiten Sie sich nur nicht, Henry. Tut Ihre Abteilung eigentlich auch was, Corley? Was in Ihrer Macht steht. Erzähl uns nur nicht wieder die alte Geschichte von dem Wohltäter, den du irgendwo in der Kneipe getroffen hast. Ja, lass dir wenigstens was anderes einfallen. Warum soll ich euch überhaupt was erzählen? Zu deinem eigenen Schutz, denn wenn du einmal für sie gearbeitet hast, werden sie dich bestimmt nicht laufen lassen. Einer von ihnen hat mal mit seinem Chef telefoniert, als wir einen Auftrag ausgeführt haben. Ich habe nur die ersten 5 Nummern mitbekommen. 05... Sei doch so nett und schreib sie hinten drauf. Klar und deutlich. Ich glaube, der ist ein bisschen dumm. Ja. Lass die Finger davon, die kostet 600 Pfund. Die brauchst du jetzt nicht mehr. Der Colonel hat gesagt, ich soll dir kündigen. Ein schöner Spruch. Fotos sind ewige Erinnerungen. Hoffentlich hast du dich in dem Album auch selbst verewigt. Falsche Nummer gewählt. Versuchen Sie es doch mal in einem der großen Warenhäuser. Tag. Bitte? Sie kennen uns doch. Hier ist unsere Sondererlaubnis. Die sollte doch per Rohrpost kommen. Vielleicht war das Rohr gerade verstopft. Wir möchten gern wissen, ob Ihnen die Nummer 05... 7. 36, was sagt? Das ist klar. Ist im Bezirk Felby, aber eine Zahl fehlt. Haben Sie, vielen Dank. Moment. Mr. Cowley besitzt bereits eine Computerliste mit allen möglichen Variationen der Nummer und den Namen der Teilnehmer. Er ist jetzt gerade im Computerraum und möchte Sie sehen. Was für ein Vergnügen. Ja, Herr Minister, ich bin mir durchaus bewusst, dass das eine heikle Geschichte ist. Ja, Herr Minister. Und wir werden uns auch entsprechend darum kümmern. Sehr wohl, Sir. Jetzt dürfen wir uns glücklicherweise auch noch mit dem Zoll rumschlagen. Ah, welche Überraschung. Seid ihr euch auch sicher, dass ihr lieber im Büro arbeitet? Wir wollten Ihnen nur ein bisschen helfen. Ja, die Computerlämpchen aufleuchten lassen. Sonst fällt euch wohl nichts ein. Diese Nummer in Felby passt maximal auf 10 Teilnehmer. Einschließlich einem Spezialgeschäft für Hühnerfutter. Kontrolliert alle 10. Ihr dürft niemanden auslassen. Als Ersten nehmen wir uns mal diesen Colonel Sangster vor. Das ist genau unser Typ, glaube ich. Der Ansicht bin ich auch. Import-Export-Geschäfte, ein Privatflugzeug... Und eine ziemlich hohe Telefonrechnung für Gespräche nach Leningrad und Genf. Er handelt mit Antiquitäten. Warum nehmen wir ihn nicht einfach fest? Dazu brauchen wir erstmal Beweise, Bodhi. Die sind immerhin schwer zu finden gegen einen Mann, der Ansehen genießt. Er spielt Bridge mit irgendeinem Lord, Golf mit dem Polizeidirektor. Hier. Seht euch an, was er im Krieg gemacht hat. Ein ziemlicher Haudegen. Er war beim militärischen Abwehrdienst. Möglicherweise arbeitet er jetzt auf eigene Faust weiter.
Ja, der Minister wird darüber nicht gerade erfreut sein. Oh, vielleicht sollten wir Sangster ein Geschenk mitbringen, wenn wir ihn besuchen. Auf keinen Fall jedoch gleich Handschellen. Ne? Seht doch lieber vorher noch mal seine Akte an. Der ist eine Klasse besser als ihr. Er hat Leute entführt, beraubt und umgebracht. Natürlich alles nur für die Armee, als ihr noch in den Windeln lagt. Und seine jüngsten Aktionen beweisen eindeutig, dass er sich kaum geändert hat. Kein Wunder, dass das Sonderdezernat nicht an ihn rankommt. Meine Herren, wir haben es hier mit einem Profikollegen zu tun. Wenn ihr die Akte gründlich durchgearbeitet habt, treffen wir uns bei mir im Club zum Essen. Im Club? Heute so zufrieden aus. Mit der Post kam endlich die Bestätigung, dass der Alkenhorst-Kelch bezahlt ist. Ah. Außerdem freut es mich, wenn Theorie in die Praxis umgesetzt wird. Sich eine Operation ausdenken und sie durchführen. Sie soll so einfach wie möglich sein und man darf keinerlei Spuren hinterlassen. Wo steckt eigentlich Armitage? So lange kann der sich doch nicht mit dem Fotografen aufhalten. Weißt du, als ich dich kennengelernt habe, warst du für mich eins der üblichen Wochenendabenteuer. Mit dem man ein paar schöne Stunden im Bett verbringt und vielleicht eine Vergnügungsreise nach Frankreich. Und dann ist es vorbei. Und jetzt bist du unabhängig und wohlhabend. Mhm. Klingt ziemlich unmoralisch. Ach, Sarah, Liebling, sobald man anfängt, an Moral zu denken, ist man verloren. Sieh dir die Politiker an. Die nehmen den Leuten das Geld ab und lassen sich obendrein noch von ihnen wählen. Das sind meine Vorbilder. Wir sind doch auf dem besten Wege. Ja, auf unsere Weise. Entschuldigen Sie, meine Herren. Sind Sie Mitglieder? Ist schon gut, Smith. Die gehören zu mir. Sehr wohl, Mr. Cowley. Der Minister hat mich gebeten, frischen Stangenspargel und Meeresforellen vorzubereiten. Aber soviel ich weiß, nur für den Minister und Sie. Ja, das stimmt für uns beide. Dann holen wir uns an der Bude nebenan schnell eine Currywurst. Dazu habt ihr keine Zeit. Habt ihr wenigstens meine Aufträge ausgeführt? Ja, soweit es ging, Sir. Setzt euch. Was hält denn die hiesige Polizei von diesem Colonel Sangster? Er ist ein geachteter Mann. Er ist anständig, freundlich und einflussreich. Trotzdem haben die Beamten ein bisschen Angst vor ihm. In kleinen Orten ist das nun mal so. Mehr wissen die nicht? Jedenfalls sagen sie es nicht laut. Sie waren doch früher bei der Polizei, Doyle. Ja, aber das ist glücklicherweise schon eine ganze Weile her. Dann gehen Sie eben wieder hin. Was? Dann darfst du endlich wieder mit Blaulicht durch die Gegend fahren. Sie machen Innendienst im Bezirk Felby. Nein, nicht. Aushilfsweise sind Sie als Detective Sergeant dorthin versetzt worden. Hast du ein Glück, dann wirst du sicher all diese Falschparker verhaften. Halt den Mund. Ich habe doch gar keine Ahnung mehr, wie es bei der Polizei zugeht, Sir. Dann lernen Sie es eben wieder. Melden Sie sich bei Chief Superintendent David Gillespie. Er steht zwar kurz vor der Pensionierung, aber er ist ein harter Brocken und ein enger Freund vom Colonel. Ich habe ihm diesen Bericht über Sie zugehen lassen. Sie kommen aus der B-Abteilung. Detective Sergeant Doyle ist schlampig, kommt meistens zu spät, neigt zum Ungehorsam und sollte unter strenger Aufsicht gehalten werden. Mit so einem Zeugnis kann ich mich nicht mal als Putzfrau bewerben. Oh, bei uns schon. Doyle, Sie gehen nach Felby, um Leute auszufragen und Akten zu durchforschen. Wir müssen herausfinden, was da vertuscht wird. Was haben wir davon, wenn Sie als drahtiger Superstar dort auftauchen? Wir müssen dafür sorgen, dass Sie von der wirklichen Arbeit ferngehalten werden. Gut, Sir. Setzen Sie sich auf keinen Fall mit der Zentrale in Verbindung. Ihr einziger Kontaktmann ist Bodie. Er wird sich dafür als Zuckerfabrikvertreter verkleiden. Danke, Sir. Jetzt geht es dir wenigstens auch nicht besser. Übrigens, euer kleiner Fotograf ist tot. Den kriegen wir schon mal nicht mehr in den Zeugenstand, selbst wenn wir ihm freies Geleit zusichern würden. Ihre Waffe sollten Sie vorläufig lieber abgeben, Doyle. Hier, bitte. Danke. Jetzt sind Sie wieder ein ehrbarer Polizist. Guten Morgen, Constable! Du Idiot! Der Minister hat mir gesagt, Sie möchten besondere Vollmachten haben? Wir hatten schon immer besondere Vollmachten, Henry. Ich wollte nur gründlich sein.
Diesmal muss es aber was Besonderes sein. Er will erst darüber nachdenken. Minister denken nach einem guten Mittagessen nie. Da kümmern Sie sich um Ihre Verdauung. Ich weiß nicht recht, ob ich Ihnen trauen soll, Cowley. Das brauchen Sie nicht. Warten Sie nur auf die Resultate. Wir sind an allen Ecken unterbesetzt und die schicken uns einen Schreibstubenhengst. Detective Sergeant Doyle, geben Sie ihm eine Chance, Harry. Ich will's versuchen, Chef. Schlampig und kommt oft zu spät. Den Jungen werden wir ordentlich an die Kandare nehmen müssen. Aber was will er machen, wenn die Gelegenheitsarbeiter zum Ernteeinsatz herkommen und im Wirtshaus randalieren? Dann hält er ihnen wohl einen Vortrag. Er bleibt ja nur 6 Wochen, Inspektor. Um Erfahrung zu sammeln. Und die wird er bekommen. Er wird nach dem Schlaf an seinen Dienst denken und sich wünschen, er wäre wieder zu Hause. Detective Sergeant Doyle meldet sich zum Dienst bei der geplagten Landwirtschaft. Du bist also der Aushilfstyp aus der Stadt, der uns Landbullen beibringen will, wie man Dienst macht. Sehe ich vielleicht so aus, Freundchen? Ich würde mich lieber am Meer ein bisschen in die Sonne legen. Ich heiße Gordon. Ich glaube, du solltest erst mal baden. Oh, ich habe gar nicht gewusst, dass ihr sowas schon kennt. Ich habe gedacht, ihr geht höchstens einmal in der Woche in den Ententeich. Ihr seid unverbesserlich. Lauft auf dreckigen Straßen rum und denkt, ihr dürft auch dreckig sein. Ich habe mal in der Stadt gelebt. Das ist wie im Zoo. Warum braucht ihr hier wohl auch Wärter wie mich? Wir sagen guten Morgen zu den Leuten. Ihr bedroht sie mit einem Gummiknüppel. Ich habe festgestellt, dass man mit Höflichkeit nicht weit kommt, wenn dich jemand mit einem Revolver bedroht. Von Höflichkeit sollte man nur reden, wenn man sie kennt. Bringst du sie mir bei? Muss ich ja wohl, wenn ich mit dir arbeiten soll. Und wann geht's los? Wann du willst. Entweder vergisst du deine Slum-Manieren, mit denen du hergekommen bist, oder wir kriegen Streit. Fangen sie überall mit Ärger an, Doyle? Nein. Mit dem schwarzen Catcher habe ich keine Lust, mich anzulegen. Das erste geht auf Kosten des Hauses. Oh, danke. Zum Wohl. Hoffentlich gefällt es Ihnen bei uns. Ich komme bestimmt öfter. Arbeit finden ist im Moment nicht so leicht. Ja? Melden Sie sich doch mal beim Bauern. Die jammern doch jedes Jahr, dass Ihnen bei der Ernte Arbeitskräfte fehlen. Ach, ich wollte mich eigentlich erst mal nur so umsehen, ob hier was läuft. Eigenartiger Name für ein Wirtshaus, Sangster. Es heißt nach dem Colonel da. Oder vielmehr seiner Familie. Den gehört seit Generationen das Gut hier. Er sieht doch aus wie jemand, mit dem man sich gut stellen möchte. Das ist auch besser so. Es bleibt einem gar nichts anderes übrig. Du darfst hier nicht rein, Evantage. Nicht mit dem Hund. Das weißt du ganz genau. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Er will nur spielen. Er fühlt sich zu Fremden hingezogen. Aber er lässt sie in Ruhe, wenn sie ihr Bier bezahlt haben. Vielleicht möchte ihr liebes Tierchen dieses Öfchen kennenlernen. Oder sie verschwinden, wie die Lady gesagt hat. Dein Gesicht werde ich mir merken. Eins möchte ich lieber vergessen. Ein gesundes Selbstvertrauen haben Sie, mein Freund. Wo haben Sie das gelernt? Bei denselben Leuten wie Sie. Mit einem Schilling Sold am Tag. Der alte Gillespie hat ja noch ganz schön Dampf drauf. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Für Sie, Superintendent Gillespie. Ja, Sir. Zu Befehl, Sir. Er hasst Zeitverschwendung. Und Leute, die immer nur an Akten rumschnüffeln. Oder 10 Seiten Berichte schreiben. Das macht keiner gern. Selbst der nicht, der sie anfertigen muss. Ich habe nur ihre Berichte abgeschrieben. Er mag auch keine Sergeants, die sich nicht mal ordentlich rasieren können.
Ach, wissen Sie, der Rasierapparat wird ein bisschen zittrig, wenn man die ganze Nacht aufgewesen ist, um Arrestzellen zu beaufsichtigen. Hören Sie auf, mich zu bevormunden, Ralston. Inspektor Ralston immer noch. Ja, Inspektor. Hoffentlich haben wir bald eine Reifenpanne, Inspektor. Ich warne Sie, Doyle. Treiben Sie es nicht zu weit. Unsere Leute werden langsam unruhig. Na und? Du auch, mein Lieber. Tipps ist schon lange nicht mehr mit seinem Flugzeug unterwegs gewesen. Und Armitage braucht wieder etwas Training für seinen Hund. Josh Crane ist hier der Einzige, der glücklich ist. So viel Geld hat der noch nie in der Tasche gehabt. Nicht mal zur Erntezeit. Ich kann Tipps Ärger verstehen. Unten im Ort logiert irgend so ein unverschämter Typ. Und dem möchte er gerne eins verpassen. Entschuldige bitte die ordinäre Ausdrucksweise. Colonel. Schätzchen, Jeremy, ich merke genau, du versuchst mir auszuweichen. Die leben nun mal vom Risiko. Und das richtig, was los ist. Ihnen fehlt die Beute. Und dir auch. Dann sind Sie also der neue Sergeant. Ja, ich war mal bei den Berittenen, aber mein Pferd wurde pensioniert. Schade. Ist denn viel los? Das kann man wohl sagen. Eine echte Verbrechenswelle. Betrunkene mähen heutzutage nachts den Rasen. Einer davon ist sogar Gemeinderatsmitglied. Ist doch wirklich immer dasselbe. Die Ehrbaren sind die schlimmsten. Oh ja. Wir haben ihn aber Colonel Sangster gemeldet. Und der hat ihn gleich 7 Tage ins Gewächshaus eingesperrt. Fabelhaft. Aber London fehlt Ihnen doch sicher. Och, nur die Schlägereien und die Autoabgase. Aber Inspektor Ralston hat mir versprochen, dass ich nicht aus der Übung komme. Ach so. Da drüben sitzt noch ein Fremder. Ich glaube, der langweilt sich ein bisschen. Guten Tag. Oh, Tag. Trinken Sie einen mit? Oh, gern. Ich nehme noch mal dasselbe. Noch mal dasselbe. Danke. Wie läuft das Geschäft? Oh, wirtschaftlich gesehen befinden wir uns in der Flaute. Dann weiß ich, wie Ihnen zumute ist. Tja, Zuckerrüben sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Na, mein Chef auch nicht. Wenn dem nicht bald was Besseres einfällt, lasse ich mich vorzeitig pensionieren. Danke, Betty. Wie viel macht das? Dann genießen Sie die Ruhe, solange es geht. Tag. Tag. Guten Flug gehabt? Wie üblich, danke. Ihre Nachricht, Cowley, besagt, dass Sie einen Verdächtigen haben und gegen ihn vorgehen möchten. Sofern mir der Minister nicht wieder Schwierigkeiten macht. Reden wir im Auto weiter. Henry, die perfekteste Form, die der Mensch entdeckt hat, ist das Dreieck. 2 Ecken davon habe ich, meine Mitarbeiter und einen Verdächtigen. Aber ich brauche die dritte. Den Köder. Wenn man vorher weiß, dass jemand etwas stehlen will, ist es wesentlich leichter, den Dieb zu fassen. Den Straightenbohrer kann ich Ihnen nicht anbieten. Das ist unmöglich. Darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Da kann selbst der Minister nichts machen. Ich brauche den Bohrer unbedingt. Darauf wird er anweisen. Reich einem Dieb den kleinen Finger und er will die ganze Hand. Du warst heute Morgen in der Kirche gut bei Stimme, Jeremy. Ich lese nun mal gern laut. Das weißt du doch. Aber besonders die Stelle mit, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja, und hast du bemerkt, wie sie sich gegenseitig in die Taschen gegriffen haben? Kümmern wir uns jetzt ums Geschäftliche. Die Klatschspalte interessiert mich sowieso nicht. Ich bin nicht prominent. Lesen Sie mal die Verkaufsangebote. Vielleicht steht was drin. So haben wir immerhin den Kelch gefunden. Hast du das hier schon gelesen, Jeremy? Ja, ich weiß. Hoffentlich stehen nächste Woche ergiebigere Inserate drin. Was steht sonst noch drin? Der übliche Schmus, wie bedeutend Großbritannien für die Welt wäre. Sofern es noch was zu erobern gäbe. Hier geht es um Öl.
Es gibt ein neues interessantes Gerät, den Straitenbohrer. Ein neues Tiefseedruckmessgerät, das man vorne auf die Bohrspitze setzt, um die genaue Schichtstärke und den Radius zu messen. Auf Siliziumbasis. Hm, klingt ziemlich teuer. Das ist es auch. So ungefähr 1 Million Pfund. Unsere Kunden zahlen unter Umständen noch mehr. Und wie groß? Es passt in jede kleine Teedose. Notfalls kann man es auch in Papier einpacken, falls man kein Teetrinker ist. So komisch ist das nicht. Am Mittwoch wird es zur Begutachtung in die staatlichen Laboratorien gebracht. Wissen Sie was, Tipps? Sie sollten schleunigst Ihre Maschine anwerfen und auf schnellen Flügeln dorthin sausen. Dabei dürfte ganz schön was rausspringen. Unterschreiben Sie bitte. Aha. Und da. Und unten auch. Danke sehr. Ich weise Sie darauf hin, Connie, dass Ihre Abteilung ab sofort die gesamte Verantwortung für das Forschungsobjekt Straiten 4 übernehmen wird. Sein Wert dürfte sich auf 1 Million Pfund belaufen. Ja, ich weiß. Wir werden uns die größte Mühe geben. Sie werden Straiten 4 morgen früh ins Labor bringen, Yui. Warum denn schon wieder? Befehl von oben. Es ist mir völlig egal, ob Sie Polizist sind oder nicht. Mein Verwalter hat den Auftrag, jeden zu vertreiben, der sich auf meinen Besitz rumtreibt. Der soll sogar auf ihn schießen. Damit verstoßen Sie aber gegen das Gesetz. Ich schütze nur, was mir gehört. Wir können uns ja vor Gericht weiter unterhalten. Das werden wir auch. Wenn Ihr Verwalter nicht sofort seine Knarre wegschmeißt, fahre ich ihn über den Haufen. Ich mag Neugierige nicht und schon gar keine Polizeispitze. Verbinde mich mit Superintendent Gillespie. Colonel Sangster ist ehrenamtlicher Bürgermeister und gehört verdammt nochmal nicht zur Mafia, also lassen Sie ihn in Ruhe. Er bleibt trotzdem ein normaler Bürger und ich war auf einer Routine-Rundfahrt. Ist es hier in der Stadt üblich, einem Polizeibeamten mit einem Gewehr vor der Nase rumzufuchteln? Bei Ihrem frechen Mundwerk haben Sie es höchstwahrscheinlich verdient. Und Colonel Sangster ist auch für Sie kein Bürger wie jeder andere. Ach, hier herrscht wohl noch das alte Klassensystem. Wie war das? Nur so eine Redensart. Bodhi, wenn wir Urlaub hätten, wäre es ja ganz schön hier. Ich weiß nicht. Ich könnte mir da schon noch was Besseres vorstellen. Gibt's denn gar nichts Positives? Doch, der Rausschmeißer vom Orinoco-Club hat einen Mann mit einem Hund bei Ulmen rauskommen sehen, kurz nachdem man ihm das Genick gebrochen hatte. Das riecht nach Hermitage. Hat er ein Liedchen gepfiffen? Keine Ahnung, ich kenne nur den Bericht. Außerdem hat unser lieber Hermitage gerade meiner Wirtin eine wertvolle Kamera für 50 Pfund verkauft. Was für ein Zufall. Ah, sieht man's wieder. Es gibt überall auf der Welt günstige Angebote. Man muss nur rechtzeitig zugreifen. Aber wir haben keine Beweise. Ich muss heute Nachmittag zu Cowley. Ich hab Gott sei Dank Dienst. Nimm dir frei. Na, wie war's, Tipps? Ganz leicht. Nachdem ich erstmal den Vorarbeiter geschmiert habe und mit ihm einen Trinken war. Dieser Straitenbohrer wird morgen weggebracht. Unauffällig und ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen. Mhm. Nur mit ein paar Werksangehörigen und einem Lieferwagen. Gefällt Ihnen das Landleben? Es hat seine Reize, Sir. Aber nicht mehr lange. Man hat uns soeben ein Gerät anvertraut, das eine ziemliche Menge Geld wert ist. Straiten 4. Was, das? Nein, schön wär's. Nein, das ist Ihr persönliches Objektpeilgerät. Es ist auf den Straitenbohrer eingestellt und zeigt Ihnen Tag und Nacht die Richtung, in der er sich gerade befindet. Wozu? Weil wir ziemlich sicher sind, dass Sangster es stehlen wird. Und wir sollen das möglichst verhindern? Wenn es geht, ja. Ich habe schließlich die Verantwortung übernommen. Da brauchen wir doch nur das Objekt zu beobachten und wenn der Colonel seine Finger ausstreckt, Blut zu schlagen. Lassen Sie das Genöle, Sie bleiben schön hier. Ach, das ist mir jetzt so langweilig. Beruhigen Sie sich, Doyle, geht es auch nicht anders.
Doyle hat wenigstens Dienst. Sie ebenfalls. Ich habe vor, Sangster erst festzunehmen, wenn er versucht, den Apparat außer Landes zu bringen. Ich möchte rauskriegen, wie Sie das machen. Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Er begeht nämlich nicht nur Diebstahl, sondern obendrein auch noch Geheimnisverrat. Hey! Was ist? Morgen. Ich dachte schon, es ist Ralston, der mich ruft, weil ein Heuhaufen brennt. Es geht hier nicht um Heuhaufen, sondern wir sollen Sangsters zwielichtige Exportgeschäfte überwachen. Also gebe ich dir den Rat, schleunigst Urlaub einzureichen. Wie du das anstellst, wird dir sicher einfallen, da du sowieso an nichts anderes denkst. Ah ja. Der einfachste Weg ist, mich krankschreiben zu lassen. Wenn du mir hilfst, Formulare auszufüllen und mir hilfst, eine gute Krankheit zu finden, die sie mir auch abnehmen. Nichts leichter als das. Die Schlafkrankheit. Daran bist du große Klasse. Ach, dann werde ich womöglich noch befördert. Jetzt komm schon, wach auf. Immer mit der Ruhe, ja? Ich will keinen Herzinfarkt. Wo ich mich doch so auf meine Pension freue. Okay? Danke, Sir. Natürlich freue ich mich darüber. Das ist ein festes Angebot. Du weißt doch, dass ich Spekulationen nicht mag. Unter Sangstiff-Leuten ist eine Schlägerei ausgebrochen. Die Beamten benötigen Unterstützung. Sonst sind sie doch immer so aktiv. Warum trödeln sie jetzt plötzlich hier herum? Ich beteilige mich erst ab Mittwoch wieder an Schlägereien. Wussten Sie das nicht? Das habe ich in meinem Horoskop gelesen. Wo wollen Sie denn hingehen? Ach, ich habe einen Termin beim Zahnarzt. Hören Sie auf mit den Witzchen, dann kommen Sie. Ohne Motorrad-Eskorte, Yui? Ich wollte eine, aber die haben abgelehnt. Wahrscheinlich, um Benzin zu sparen. Vielen Dank. Okay, in Ordnung. Ja. Bis dann. Bewegung. Los, raus! Ihr beide habt die Wahl zwischen einer Ladung Schrot oder einem Schlag über den Schädel. Ihr könnt es euch überlegen. Sperr sie hinten rein. Dein Büro ist nicht zu verachten. Stell dir das nur nicht so einfach vor. Vertreter haben wirklich das freieste Leben. Wir haben noch 20 Minuten. Willst du deine Knochen nicht noch etwas lockern? Dann kommen wir in Zeitdruck-Tipps. Tut mir leid, Sir. Ich hatte noch ein paar unserer Mitarbeiter zu eliminieren. Ja, ich habe verstanden. Die für den Zoll präparierte Kiste ist fertig und das Flugzeug steht startbereit. Und die Transportpapiere? Sind ausgefüllt. Jetzt können wir Cowley endlich aufklären, wie sie es machen. Ja, die tauschen einfach den Inhalt der Kisten aus. Eine gute Methode, um den Zoll auszutricksen.
Danke, Miss Piper. Glaubst du nicht, wir sollten Verstärkung anfordern? Nicht mit dem Ding, die haben ein Allfrequenzradio da drin. Es kann doch vielleicht nicht schaden, wenn wir ihre Aufmerksamkeit ein bisschen auf uns lenken. Ihr habt euch aber beeilt. So hatten wir es auch geplant, mein Schatz. Da komm, mein Junge. Vorsicht. Ja? Okay. Ich hab sie. Vorsicht. Ich habe Hunde nie gemocht. Schon gar nicht, wenn sie so ein Gebiss haben. Das verdammte Flugzeug darf auf keinen Fall starten. Seltenes Exemplar dieser Revolver. Ich möchte wissen, wo er den her hat. Schluss jetzt, Freundchen. Wer bist du? Wer schickt dich und woher hast du diese Waffe? Ich bin Großwildjäger. Hermitage, die Handschellen. Wenn wir ihn in 3000 Meter Höhe herauswerfen, redet er vielleicht etwas offener mit uns. Ob so oder so, sie sind in jedem Fall erledigt. Steh nicht so gelangweilt da rum, Bodhi. Jemand namens Cowley hat mir gesagt, es könnte ihr Ärger geben. Die Einsicht kommt aber früh. Haben Sie wirklich einen höheren Rang als ich und ich muss Ihnen gehorchen? Machen Sie, dass Sie wegkommen. Lassen Sie mich gefälligst los. Major Cowley hatte Kuchen bestellt, Sir. So? Danke, Miss Piper. Danke. Wer hat denn heute Geburtstag, Sie? Oh nein, danke, George. Ich danke Ihnen, Henry. Gehe ich recht in der Annahme, dass der Straitenbohrer jetzt wieder ganz Ihr Eigentum ist? Ganz recht.
So, meine Herren, zum Abschluss dieses Falles haben wir als Staatsdiener uns eine kleine Belohnung verdient. Oder mögen Sie keinen Kuchen?